So, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London hier bei mir auf dem Kanal. In der letzten Folge haben wir den Placebo-Effekt gemacht und Mr. Professor X kennengelernt. Und heute, ja, würde ich sagen, lass uns weiter die Kriegsspiele vorantreiben. Also quasi, ja, wir wechseln dann in Akt 3 der Hauptstory. Und das halte ich für eine gute Idee. So, warte mal. So, ihr seht schon, ich bin nicht mehr im Museum. Es hat folgenden Grund, ich habe mein Zeug hier abgelegt, ehrlich gesagt, und ich wollte euch die zwei Schnellreisen ersparen. Und deswegen habe ich jetzt mich dazu entschlossen, hier gleich anzufangen. Ich dachte aber, dass ich vielleicht mal schnell hier mit den Wänden ein bisschen spielen kann. Ich will hier das reinklippen in die Wand, dass wir hier vernünftige Räume abteilen können. Und dann möchte ich Kira hier abstellen, weil dann soll Kira erstmal der ist hier auf jeden Fall sicher. Die soll hier erstmal ihr Zuhause finden, Kira. Und dann holen wir uns einen anderen Begleiter für einen Moment. Weil wir wollen ja noch mal ein paar Begleiter mehr zeigen wie Kira. Leider ist es, aber ich würde gerne Kira trotzdem dann wieder mitnehmen. Wenn es dann wieder soweit ist. So, ich muss mal ganz kurz raustappen. Dann mache ich einen kleinen Schnitt, weil ich muss die Musik mal leiser machen. Ist voll laut. Also, da bin ich wieder. Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht gemerkt. War nur ein ganz kleiner Schnitt. Ich habe nur die Musik hinterher. Ich hatte mir eben ein bisschen Musik angemacht. Dachte, ja, ist ganz cool. Ja, das ist gut für den Redefluss, wenn du ein bisschen Säuselmusik im Hintergrund hast. Das ist für mich, ich kann damit besser arbeiten, aber wenn es zu laut ist, ist es blöd. Deswegen habe ich das mal ausgemacht jetzt. Ich habe hier einen kleinen Schrank hingestellt, habe ich erstmal alles reingeschmissen jetzt, was ich jetzt zu viel hatte. Im Inventar, weil wir ja dann noch für die nächsten Anbauten hier Materialien brauchen. Deswegen packe ich es mal da rein und dann sind wir weiter. Jetzt würde ich gerne zu den Kriegsspielen kommen. Nehmen Sie am Turnier teil. Ich aktiviere die mal, die Quest. Andere Quests habe ich jetzt eh gerade nicht offen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal in Akt 3 wechseln, damit wir erstmal überhaupt wieder neue Questen bekommen oder neue Fraktionen kennenlernen. Okay, ja, das war kein Gespräch für uns. Ich glaube, dass hier in Thameshaven noch ein, zwei Questen sind. Aber es kann auch sein, dass wir die auskriegen, wenn wir ein bisschen im Level noch höher sind. Das wird sich dann zeigen. Ja, ich bin von der Idee weg, alle Questen zu machen. Also ich habe überlegt, ob wir versuchen, alle Questen zu machen. Aber ich denke mal, das wird nicht klappen. Wir werden nicht hinkommen bei allen Questen, weil es zu viele sind einfach. Und wir wahrscheinlich nicht jeder erwischen. Muss ich jetzt wieder nach Westminster? Alter. So Mist, ich komme gerade aus Westminster und habe das Zeug hier abgelegt. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich dort in Westminster gleich angefangen. Es tut mir sehr leid. Ich mache hier eine Schnellreise. Mal sehen, ob es lange dauert. Was würde ich sagen? Lass uns einfach die Schnellreise totquatschen. Aber, manchmal dauert es lang, manchmal nicht. Ist ja so. Nächste dauert länger. Ich mache einen kleinen Schnitt. So, kleiner Schnitt für euch. Lange Ladezeit für mich. Ich musste zweimal. Ich habe jetzt, einmal bin ich nach Westminster rein und dann bin ich hier zur U-Bahn-Station Hyde Park Corner gereist, weil ich denke mal, hier müssen wir hin zum Turnier. Und mal gucken, was wir da ausrichten können. Wir speichern natürlich jetzt hier an der Stelle nochmal. Und dann, gucken wir mal, ob wir da irgendwie irgendwas tun können. Müssen wir hier lang? Ich glaube, ja. Ah, hier ist eine Mauer. Okay, das klingt nach einem Turnier hier. Wie komme ich da rein? Machen wir das Licht an für euch. Turniergelände. Okay. Hyde Park, alles klar. Immer die Sache falsch rum aufgegangen. Ach hier. Hallo, ich bin Teilnehmer. Welcome, esteemed guests, to the most spectacular event of the year. Jousts,
jewels and archery, the finest of old world entertainment. Zeigen Sie ein anderes Blatt Papier vor. Ich habe ein Ticket hier. Scheiße. Flashen Sie das Sand, das Papier noch einmal. Gib ihm das Papier. You are hereby invited to the 2076 Annual Socialist Conference. Blah, 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 bring your own refreshments. I take it you don't have a ticket. Muss ich verlegt haben. Then I'm under no obligation to let you in, I'm afraid. All spectators must purchase tickets in advance. Ja, dann bin ich halt Teilnehmer. Können Sie eine Ausnahme machen, bitte? It's within my powers to make the occasional exception, yes. Though of course you'd have to do something for me first. Okay. Klingt vernünftig. Wer muss getötet werden? Ich würde lieber einfach bezahlen. Also, also wir müssen jetzt für den eine was tun. Klingt vernünftig. Was soll man denn machen? Very reasonable, I'd say. The task shouldn't be too difficult. That robot, Guido, they call him. Protectron model. He is a bane of my existence. Really is. I've had enough of his pamphleteering. Makes some of the guests uncomfortable. Convince him to leave. Okay. Also ich soll einen Roboter soll ich überreden zu gehen. Klingt einfach genug. Ich werde das schaffen. Gut, lassen Sie mich besser durch, wenn ich das tue. Charisma 7. Wer hat diese Veranstaltung organisiert? Der Roboter reagiert möglicherweise auf einen Namen. In all honesty, I'm not too sure. This is by far the oddest event I've greeted for. Supposedly there's an important guest attending, but no one knows who. My first guest would be the Prime Minister. But then, why all the secrecy? Das weiß ich auch nicht. Irgendwelche Tipps sonst noch? Perhaps you can make him see the error of his ways. Try to sow a seed of doubt in his circuits. He is sentient, after all. Oh, also, try learning about the fifth column first. See what he'll tell you. Okay. Dann kann ich ihn nicht einfach töten, ne? Sie haben keinen Attentäter hineingelassen, oder? Dare you accuse me of such a thing? Ich war nur eine Frage. I'd sniff out an assassin from a mile away. Okay, klingt einfach. Ich werde es schaffen. I'll let you through when the job's done. I wish I could meet the Queen. Okay, so, wir müssen den Guido, den Roboter, müssen wir. Guido hat euch lieb. Ach, du bist Guido. Ey, Guido. Greetings. Yeah. Okay, oh scheiße, ich habe nicht die Intelligenz dafür. Begonnen, fünfte Kolonnen zurück ins Schwarze. Back in Black heißt die Quest. Erzählen Sie mir etwas über die fünfte Kolonne. Alles, woran du glaubst, ist totaler Mist. Verschwinde hier, ich gebe dir 50 Tickets für die Heimfahrt. Wir könnten Intelligenz 8, aber wir haben nur 8 von 10. Scheiße. Führen Sie den Befehl nach Hause gehen aus. Okay, erzähl mir etwas über die fünfte Kolonne. We fight for the downtrodden, rather than the rich and powerful. We are the bastion of justice in these dark times. Giuseppe Tutu Papipoop. Wer ist die Anführer? Glorious Eve Varney, of course. Mistress is the paradigm of leadership. Was sind ihre Ziele? Restore London to its former glory. And build a great and bountiful empire from its ashes. Okay, das klingt schon wieder ganz komisch. Stellen Sie ein. Always recruiting friend. Visit our headquarters on Cable Street. Cable Street, alles klar. Ich habe genug gehört, danke. Alles, was du, woran du glaubst, ist toller Mist, verschwinde. That isn't even an argument. Nee, das stimmt.
I must warn you, Guido is the king of debates. Okay. Ihr seid eine tolle Verlierer. London ist ohne die fünfte Kolonne besser dran. Intelligenz 8, gut. Autokratische Systeme sind von Natur aus schädlich für untere Klasse. Stärke 9. Wenn ich diese Debatte nicht gewinne, werde ich dich ausrangieren. Finden Sie einen anderen Trottel zum Diskutieren. Wir machen mal, ich speichere mal. Wir machen mal Intelligenz 8. No, you're wrong. Mistress is different. She works for the people. Okay, Charisma 6, das stimmt nicht. Du hast Wahnvorstellung. You could be correct. Guido will go home and rethink his life. Okay, alles klar. Kehren Sie zum Begrüßer zurück. Wir haben Guido überredet. Sehr gut, das war's schon. Okay, wir müssen, wir haben auf jeden Fall jetzt hier zurück ins Schwarze und untersuche die fünfte Kolonne nach dem Turnier. In der Tat, da geht's dann weiter für uns. In der Tat, ich glaube, Back in Black ist aber die erste Quest aus Akt 3. Aber ich weiß es nicht genau. Oder es ist halt Fraktionsquest. Mal sehen. Hey, Begrüßer. You're free to go through. Oh, but watch out for those Camelot knights. They say a great army's been built down in Wandsworth, one to rival the Tommies. And they're part of it, supposedly. We won't go quietly. You can count on that. Okay. Das ist auch so eine Fraktion, hier Camelot. Die kennen wir auch nicht, die Fraktion bis jetzt. So, wir müssen jetzt den Attentäter finden. Ich speichere jetzt mal, dass wir jetzt mal einen frischen Safe haben und wir in Ruhe den Attentäter suchen können. Hey, fahren wir es mal bei der Polizei nach. I'm busy. Okay. Hey. A man of culture. How goes things? Ja, gut. Police, Security, ich bin beschäftigt. Das ist sehr gut. Gentry, Gentry. Tristan. Was ist Camelot? A group of very bad people. Totally despicable, in fact. Ich hab eine Powerrüstung an. Ich will auch eine Powerrüstung. Ich dachte, du hättest noch nie von ihnen gehört. I'm really bad at this. Just talk to a soul. Okay. Ever vigilant. You're bothering me. Okay. Die Knarre ausrüsten. Hallo. Alles nur Gentry. Ohne Namen. Namenlose Fremde quasi. Soweit. Da steht so eine Ecke. Front page. It must be horrible to live in places without luxury. Ja. You're bothering me. Ja, das ist, weil wir, hier, diese Quest gemacht haben mit der, von der Frau. Ich nehme den Helm mal. Oh, Tickets. Ich nicht stehlen. Na klar, ist der stolz auf dich. Have you got a reason for bothering me? Ja, ich will deinen Sherlock Holmes Mützchen. So, hier. Yeah. Oh. Okay. Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen? Ich suche einen Attentäter. Suspicious. Okay. Hat eine Ladung Sprengstoff gekauft. Was könnte das schon machen hier in so einem großen? Also okay, dürfen Sie dieses Zeug verkaufen? Okay, zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren, ich zeig dir meine. Okay. Yo, people with attitudes. Suspicious. Also, hier hat ein Typ ja Dings abgekauft. Sprengstoff. Aber warum hat sie uns den nicht beschrieben? Alter, was sind das für riesengroße Dings? Warum sind die so hässlich? Dickhornbulle.
Sind ja wirklich extrem hässlich. I'm in touch with humanity. Are you lost? I'm not a tour guide. Okay. So. Er wird wahrscheinlich den Sprengstoff an die Bühne bauen. Wir müssen mit der Isolde sprechen. Zuschauer. Alles Zuschauer. Lebende Statue. Camelot Knappe. Okay, der Typ hat irgendwo eine Loge. Und die wollen sie sprengen. Sind alle auf der Matratze auf dem Pennen hier? Ist ja abgefahren. Das ist so ein Rudelpennen oder was? Police! Ach Gottchen. Hey, you're that outsider from the paper. Yeah, that's I'm. That's I am. Don't know what you want, but I'm busy. Ja, ich wollte deine Hilfe, du bist doch Polizist Security. Versteh nicht, warum ich nicht von dir Hilfe krieg. Am I invisible or are you an invalid? Yo, du bist invisible. You are invisible. Scheiße, einmal rundherum gelaufen, das hat nichts gebracht. Stehen so verschwörerisch hier rum. Achso, warte mal, die ist die Frau, mit der müssen wir noch reden. Yeah. Yeah. Dieser Ritter hat mir aufgetragen, mit dir über Camelot zu reden. Ja. Of course he did. He's never been very subtle. Bless him. Yeah, we're involved. Hm. Woran genau seid ihr beteiligt? Okay. Was werden sie tun, wenn sie Westminster eingenommen haben? Warum haben die Gentry diese Veranstaltung veranstaltet? Wenn sie doch Feinde sein sollten. We aren't officially on the Gentry's radar. When they kicked us out of Eastminster 7 years ago, they essentially forgot about us. They still haven't completed the paperwork necessary to redeclare us a threat. Bureaucrats. Alles klar. Kann ich mitmachen? We're always looking for recruits. Go to the fort in Richmond Park. You can't miss it. Alles klar. Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen? Ein Attentäter zum Beispiel? Ah. Danke, auf Wiedersehen. So, wir haben jetzt, wow. Wir haben jetzt zwei... Müssen die Adelsloge finden. Wir haben jetzt zwei Hints gekriegt. Einmal Back in Black, also zurück ins Schwarze. Und jetzt Schwert in der Hand, Camelot. Das sind die zwei Fraktionen, die uns jetzt noch quasi fehlen. Die wir erstmal noch freischalten müssen. Bevor wir dann überhaupt mal ans Ende denken. Muss man dann zwar noch weiter mit den Fraktionen noch beschäftigen. Wobei ich noch ganz viele Sachen noch nicht gemacht habe, glaube ich. Okay, die Adelsloge. Wo ist die Adelsloge? Wir müssen die Adelsloge... Jo. Das ist die Adelsloge, oder? Luke ist unzugänglich. Ach, guck. Ey! It's a shame we meet like this, as adversaries. Yes, killing these people is probably immoral. But believe me, not doing it would be infinitely more so. The explosive device will detonate when the games begin. Don't try to disarm it. You'll only cause a premature detonation, and I don't need another death on my conscience. Hm. Kannst du es entwaffnen? It doesn't
Okay, warum hast du Smythe so sehr? Das ist auch noch ein Klon. Ja, ist ja alles richtig. Aber da trotzdem, du kannst nicht einen Haufen Menschen dafür töten. Wie ist denn so ein Klon zu sein? Warum tust du das? Aber du hast sterben, aber es sterben Menschen durch deine Handeln. Wenn sie es nicht entschärfen, verschwinden sie aus meinen Augen. Ich will den eigentlich gar nicht töten, ne? Müssen nicht noch mehr töten. Versuchen zu entwaffnen. Ich habe ja gespeichert. Okay. Er hat's gesagt zu uns, dass wir das eigentlich nicht machen sollen. Ah, ja, gut. Ich mache einen Schnitt. So. Jetzt redet er nicht mehr mit uns. Also entschärfen geht nicht. Wir müssen warten, bis das Turnier beginnt. Aber warum? Die müssen eigentlich raus hier. Wenn das Turnier beginnt, explodiert die Scheiße ja. So. Daten. Quests. Warten Sie, bis das Turnier beginnt. Sprich mit dem Assassinen. Okay. Das ist ja krass. Das ist ja doof. Kann ich einen anderen Speicherpunkt laden? Ich will mal was versuchen. Vielleicht kann ich den doch noch umstimmen. Oder ich töten. Ich werde mal probieren, den umzubringen, zu gucken, ob der irgendwas in der Tasche hat, womit ich das entschärfen kann. Wenn ich jetzt auf das Turnier warte, explodiert die Bombe ja. Oder sehe ich das falsch? Verstehe ich nicht. Mal einen kleinen Schnitt. So. Angriff. Gut, ich schätze. Warum tust du das? Habe ich schon gehabt. Gut, ich schätze, es ist wert, gerettet zu werden. Nein! Das war falsch. Also, lass mal nachdenken. Also, ich habe die Möglichkeit zu sagen, verschwinde. Das kommt auf selber hinaus, wie du hast recht. Also wir haben drei Möglichkeiten. Wir töten den, wir sagen, du hast recht, oder wir sagen, verschwinde. So, und jetzt habe ich die ersten Mal nicht ausprobiert. Ich muss... Okay, er hat aber kein Inventar. Scheiße, machen wir jetzt. Was ist mit ihm los? Bist du der verrückte Hutmacher oder was? Wir müssen mal vor zur Security gehen.
Oh, die sind alle böse auf uns. Eddie, vor einem Moment, ich habe Angst vor euch, komischen. Hier! Was geht hier ab? Warum sind die alle sauer auf mich? Aua! Weil ich die umgebracht habe, oder was? Ja, ich glaube, muss nochmal laden. Wenn der eh kein Inventar hat, kann ich ja sagen, verpiss dich. So, und da habe ich jetzt eine Markierung. Also, hat sich die Quest geändert irgendwie? Nee. Warte, bis das Turnier beginnt. Dasselbe. Okay, ich lade nochmal. Und zwar den Schnellspeicher. Und jetzt haben wir es aber dann, glaube ich, genug geladen. Aber wir müssen ja gucken, dass wir jetzt hier am besten rauskommen aus der ganzen Sache. Und so die Leute retten im Endeffekt. Könnte ich hier die Leute sterben lassen? Weil die einen Menschen, deswegen, da hätten wir ja das gleich machen können. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, irgendwie die Leute zu retten, dann hätten wir ja gleich das selber anbrennen können, die ganze Hütte. Von daher müssen wir das irgendwie schaffen jetzt. Ich hoffe, es klappt. So. Alles klar. Wenn du es nicht entschärfen kannst, verschwinde. So, abgeschlossen. Sprich mit den Assassinen. Warte, bis das Turnier beginnt. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Wir haben ja gespeichert, das ist zu machen. Eine andere Möglichkeit habe ich ja jetzt gar nicht gehabt. Ja, dein Vater ist bestimmt stolz auf dich. Ich dachte, dass mir vielleicht die fünfte Kolonne hilft. Oder das Camelot-Hier-Lumpe. Aber scheinbar nicht. Was soll ich jetzt auf die Explosionen warten oder was? Das ist Unterhaltung für die Leute in der Zukunft. Salutations. It is with great sadness that I address the city in these troubling times. My thoughts are with the families of those who lost their lives in this tragic incident, and I'd like to declare a moment of silence. During times like these, it is the duty of civil service to ensure that tonight's events are not repeated. Therefore, we shall be stepping up to ensure the continuation of government services while this state of emergency is ongoing. Compliance with these groups is compulsory. If anyone has any questions or queries, please direct them to the office of the head of the civil service. Keep calm and carry on. Kriegsspiele abgeschlossen. Alle die ganzen Menschen.
Ah, Mann. So, ich lade jetzt nochmal. Aber ich weiß nicht, was wir machen wollen. Oder machen können. Das ist echt schwierig. Wir haben alles probiert, ne? Wir haben den umgebracht, hat nichts gebracht. Dann sind sogar die Gentry noch sauer auf mich. Kann die Bombe nicht entschärfen. Vielleicht fehlt uns die Intelligenz dafür. Ich weiß es nicht, aber steht nichts dabei. Ist echt schwierig. So, nochmal zurück. Wir machen jetzt nochmal Folgendes. Ich greife dir nochmal an. Weil es gibt zwei verschiedene Dings, aber ich glaube, das mergt beides in dasselbe am Ende. Also wir kommen nicht darum, um die Leute zu... Also das geht, du kommst nicht darum, das geht nicht. Okay, die sind auch nicht sauer auf uns jetzt. Der Angel Fucker, der ist mir eigentlich auch egal. Der scheiß Klon. Der will die ganzen Leute umbringen. Ich glaube, es ändert sich nichts. Ich kann nur jetzt... Also wenn das jetzt nichts ändert, dann ändert sich nichts. Dann können wir es nicht ändern. Ich muss die Szene doch mal angucken, es tut mir sehr leid. Wir haben auch keine Möglichkeit gehabt, das vorher irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Ich konnte ihr auch nicht irgendwie Bescheid sagen, ne? Ja. Das ist dasselbe. Das ist jetzt dasselbe. Okay, also wir machen jetzt Folgendes. Ich lade jetzt nochmal, aber ich mache das offscreen. Also ich werde jetzt einen Schnitt machen. Ich lade nochmal, ich lasse den am Leben. Wir müssen den jetzt nicht auch noch töten. Das macht keinen Sinn. Das Rache ist nicht unsere Berufe. Ich lasse den leben. Mal gucken, was das bringt. Es muss irgendeine Auswirkung haben, dass wir den leben lassen können, denke ich mal. Ich lasse den leben. Wir gucken uns die Szene nochmal an und dann sehen wir uns dann gleich nach Smiles Ansage wieder. So. Kriegsspiele abgeschlossen. Erneut. Aber wir haben alles, wir haben ja zusammen, wir haben alles Menschenmögliche versucht, das zu verhindern. Und wir konnten es nicht machen. Und jetzt können wir mit dem nicht reden. Angel, in den Schatten, gehen Sie nach dem Turnier zum Büro des Leiter des öffentlichen Dienstes. Also Smythe. Und wir haben jetzt mehrere Questen daraus gezogen aus der ganzen Geschichte. Einmal Angels, Camelot und fünfte Colin. Ja, also wir haben da einiges jetzt wieder zu tun dadurch. Wir können noch wenn wir hier noch mehr abliegen. Die brauchen ihr Zeug ja nicht mehr. Cooles Kettenhemd. Auf jeden Fall. Ich weiß, das ist ein bisschen pietätlos, aber das nützt das Zeug ja nichts mehr. Ich finde das scheiße, dass wir das nicht überhaupt verhindern konnten, dass die Menschen sterben. Das hätten sie ruhig lassen können. Aber das ist wieder typisch Fallout. Aber durch diese Tat von dem können wir jetzt zum kommen wir jetzt zum öffentlichen Leiter rein, Osma. Sonst wären wir da gar nicht reingekommen. Komm her, Kira. Lass mal was handeln. Kann sein, dass die noch Zeug hat. Die hat nämlich noch Zeug. Alter, scheiße. Ah, ich hoffe, die ist nicht voll. Doch, die ist voll. Danke. Muss ich mich mal drum kümmern, dass wir das auch mal verkaufen oder ausladen von ihr. Das Langschwert würde ich mir gerne mal angucken. Das ist schnell und macht viel Schaden trotzdem. Aber wir brauchen natürlich nicht... was ist das? Pistole rund? Round? Ich brauche nicht alle. Ich brauche nicht 50 Schwerter. Eins reicht mir. Und der, guck mal, was hat der noch? Laminierte Rüstung. Die Tickets nehme ich. Den Rest könnt ihr behalten. So. Damit wäre die Quest abgeschlossen. Damit wäre die Explosion wäre jetzt vonstatten gegangen. Wir konnten es nicht verhindern, leider. Ich hätte es gern verhindert. Aber ich habe keinen Weg gesehen, ganz ehrlich.
können wir mal kurz hier hinten gucken. Ja, da war nichts. Da war nichts zu holen. Gut, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, was wir da jetzt machen. Auf jeden Fall werden wir uns weiterhin mit der Hauptquest Out of Order irgendwie zugemacht. Wir werden uns auf jeden Fall mit der Hauptquest noch ein bisschen beschäftigen müssen. Und dann haben wir ja noch zwei neue Fraktionen zum Aufdecken. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun hier bei Fallout London. Aber mit was wir als nächstes weitermachen, das sehen wir leider aus in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im Fallout.